Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte von Thüringen. Wir sind immer noch bei Beschäftigt im Wald. Wir haben jetzt gerade mal 14:30 im Spiel. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Luft. Wir können noch ein bisschen Geld verdienen mit Holz. Beziehungsweise wir müssen noch Geld verdienen. Die Nacht wird wieder sehr schlafen, aber schaffen wir die Folge jetzt immer noch nicht. Werden Sie sicherlich morgen früh sehen. In der morgigen Folge wahrscheinlich. Das Ganze dann wächst. Morgen ist dann Samstag. Wenn mein Plan richtig aussieht. Leider bin ich jetzt zur Zeit im Urlaub etwas durcheinander gekommen. Ja, und so wieder weiter und fort, ne? Bums. Schönes Grün, ne? Mal schauen, ob Maschinen sind auch machen können. Ja, wenn noch da ist. Vom Verhältnis zur Musik muss ein bisschen angefasst werden. Wieder zu hoch. Ups. So, es läuft Timer nicht. Na ja, gut, aber auch ein Spiel passiert. Ja, wir arbeiten uns vor, ne? Stück für Stück. Wir bräuchten ungefähr für mein Land bräuchten ein bisschen Geld. Warum die denn so lange? So 13 wäre lukrativ, ne? Kostet aber 6 Millionen, 6,5. Die 40 wäre auch interessant. 3 Millionen. Die 41 könnten wir uns noch leisten, aber würde passen unser, was in diesem Bereich ist, wegen zusammenhängend arbeiten. Ich wollte gerade sagen, sind doch 3 Millionen, ne? Heftig.
Da gibt es relativ viel Wald und eine große Wiese. Müssen wir überlegen, ob man da die Wiese sich kauft, wenn wir das Geld haben. Mal schauen. Ja, wenn die Ernte haben, ne, dann ist natürlich wieder was möglich. Aber den verkaufen wir halt erst im Frühjahr, weil da die besseren Preise gibt. Ne? Gut, dann arbeiten wir von vorne ran. Haben wir ein Problem mit LKW reinkommen, ne? Den aufrichten. Ja. Wie eigentlich morgen das Wetter geplant? Das ist auch ganz wichtig. Also morgen, Sonntag, ja. Trocken, ganz wenig könnte fallen. Ganz wenig. Sommeranfang nachher wird ein bisschen mehr. Risiko. Ein Tag mit 86%. Die Dürregefahr steigt. Wie gesagt, Gras, Gras. Dann müsste ich hier Sonnenblumen wieder rausnehmen. Mais wäre eine Option. Und Sonnenblumen ist ideal. Und dann Raps noch blöder. Ja, Mais wäre eine Option. Aber das haben wir nicht so. Baumwolle, Gras, naja, gut. Raps, Mais, sogar Rüben. Ölrettich. Nichts. Brachland. Weizen. Raps. Ja, so. Hier muss ich testen, ob das klappt mit Gras. Und dann können wir mal entscheiden, ob hier zweite Frucht im Jahr entsprechend Gras nehmen. Da muss der BGH einen richtigen Gang kriegen, ne? Raus. Auch noch links rüber. Bums. So ist gut. Tief bei der Erde.
dass der LKW gut reinkommt, ne? Zwei, drei, dann werden wir euch verkaufen. Also ein Karten-Neustart kommt auch nicht nur in Frage, wenn die Ernte abgeschlossen ist. Und dann, oder zumindest rein theoretisch zum Frühjahr. Und dann macht das Sinn, weil immer zum Frühjahr die Frucht zurückgesetzt wird, auf wenn man das machen würde. In meinem Herbst kann man das auch machen, aber man dann eh die Aussaat vorbereiten muss. Ist auch nicht tragisch. Nur ganz blöd ist, wenn die Ernte, so wie jetzt hier, also die Aussaat erfolgt ist und wir eigentlich nur ernten müssen. Jetzt wäre das technisch gesehen ungünstig, weil dann viel Arbeit umsonst gewesen wäre. Deswegen ist das am besten, man macht es immer nach der Ernte. Da liege ich auf der Seite und mache Holz. Bald passieren die meisten Unfälle. So, da haben wir es. Stehen wir aufrecht. Gut, okay, nochmal einen LKW nehmen. Dann müssen wir draufkriegen noch. So, Y drücken wir mal ganz kurz. Dann gehen wir auf 3 Meter, knapp 3 Meter. Sollten die Ladung Holz vorne erfolgen. Genau. Wenn vorne dann voll ist, dann gehen wir auf den nächsten Wert. Plus 6. Ich hätte mal 9,1 Meter oder so. Wir müssen weitergehen, das ist ein bisschen besser. Rein theoretisch. Weil einige Stämme ja bitte nach vorne gucken. Ja. Gut, der ist voll. Das ist jetzt riskant, weil er mich genau schon schräg gestellt. Jetzt fahre ich rechts über. Oh, dann nenne ich ein paar Worte auf die Straße geradeaus. Ich glaube, irgendjemand hat das Holz so günstig raufgelegt, dass es überhaupt Schlagfeiter hat. Ja, gut, anders geht nicht. Hier haben wir eine kleine Auffahrt, das passt sowieso ganz gut. Aber eine Wiese kaufen an sich wäre ganz gut. Die untere Wiese für knappe 1,5 Millionen oder so. Dann hätten wir so einen Lückenfüller. So wie jetzt, wo wir jetzt Wald machen, können wir auch mal Silageball machen. Als eine Variante. Entschuldigung.
Ja. So ist das. Aber die Rundballen ist auch mal riskant, die rollen ja mal alle weg, ne? Und ich habe keine Wickelmaschine gesehen, die auch Quaderballen in einen Alleskant macht. Und hier könnten sie auch rein theoretisch in den Fluss reinrollen, das wäre ganz blöd. Äußerst blöd. Sägewerk angekommen. Da sind wir. Verkauft. Jo. Da haben wir noch. Na, einer noch drauf. Aha. Ungünstig. Ich glaube, meine Kamera wieder ein bisschen höher holen, ein tiefer holen. Bin damit nicht zufrieden. Ja, der Motor ist ziemlich hoch. Runtergefallen? Jupp. So, mal ganz kurz. Ja, nach der Folge. Das macht sich jetzt ungünstig. Ja, wenn ich wüsste mit dem Wald. Dauert doch lange, ne? Schöne freie Sicht haben wir schon. Sind wir ganz kurz wieder umschalten auf 3 Meter und 1. Ja, normalerweise, das kann sein, weil da steht, beim Fahren fahren sie alle nach hinten ein bisschen. Ja, das soll ich auch nicht haben. Hat die. Die sollen ja Möglichkeiten alle nach vorne liegen. Notfalls werde ich den mal kurz abladen und wieder aufladen. Ja. Werden wir so machen. Weil dann die fallen ja so kreuz und quer. Kann ja keiner haben wollen. So. Gut, nochmal abladen. Und stehen nochmal aufladen. Weil da liegen ja etliche weit nach hinten. Das wird ja die zweite Reihe Ballen schwierig machen, ne? Mal kurz unterbrechen, dass wir zurückfallen können, damit der Kleine nicht querfällt.
Einer fällt, einer ist ganz blöd, aber gut. Gut. Jetzt. Eigentlich 9 Meter. Machen wir da 20. Ja, nehmen wir noch 30. Fahren ein bisschen vor oder ein bisschen zurück. Bei der Fahrt aufladen ist blöd. Weil dann fahren die kreuz und quer. Ja. Nicht kreuz und quer. Na gut, okay. Das kriegen wir mit einem anderen Dings auch nicht so gut aufgeladen. Radlader wird auch nichts. Schönen dicken Balken hier, das lohnt sich. Quer liegen, das mag er nicht. Naja, muss ich mir gehen. Meine größte Sorge ist ja das Umfeld, ne? Nimm einer noch rauf. Sind noch mehr da oben? Ein Balken liegt ungünstig. So, liebe Freunde und Abschluss, das soll es für heute gewesen sein, für heutige Folge. Danke fürs Reinschauen. Natürlich freue ich mich über jeden Like und jeden Abo. Das ist wie gesagt kostenlos. Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss und mit Gewinke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.